So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fancy-Schmelzi-Vlog. Juhu! Wir sind gerade auf dem Weg zum deutsch-amerikanischen Volksfest, weil das nämlich mal bei mir um die Ecke ist. Und da kann man einfach nur hinlaufen. Das finde ich voll cool. Wir haben heute schon richtig viel gemacht. Es ist ja nicht früh, sondern schon Nachmittag. Wir waren heute erst in einem Autohaus und haben uns ein paar Autos angeguckt. Einfach nur so aus Gag. Aber Fiat hat nämlich so ein Auto rausgebracht, was richtig, richtig hübsch aussieht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht von Fiat. Das war jetzt keine Automarke, die irgendwie mir so im Kopf ist irgendwie als super schöne Autos. Aber die haben wirklich ganz, ganz süße kleine Knutschkugeln auf den Markt gebracht. Und deswegen haben wir uns die mal angeguckt. Die waren total süß. Und danach waren wir noch shoppen. Genau, das heißt irgendwie Modepark Röther. Ich weiß nicht, ob euch das sagt. Na, jedenfalls, da gibt es ganz, ganz viele Marken in einem so ein Kaufhaus. Und da waren wir schon. Und dann habe ich auch ein bisschen was gekauft. Ein paar schickere Sachen, sage ich mal so. Freue ich mich sehr drauf. Also auf die Sachen. Helfen? Naja. Also ich freue mich, dass ich die Sachen gekauft habe. So. Und jetzt sind wir halt hierher gefahren und gehen aufs deutsch-amerikanische Volksfest. Und ich dachte mir, jetzt kann ich doch auch mal langsam den Vlog anmachen. Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Ich jetzt einfach vergessen oder dachte dann auch, oh, die Sonne hier war schön. Oder auch nicht. Naja, jedenfalls dachte ich so, ich vlog einfach, wenn wir auf das Volksfest gehen. Und dann zeige ich euch, was es da so gibt. Und ihr könnt sagen, ob ihr auch Bock darauf habt oder nicht. Aber es gibt, es ist glaube ich nur noch 2 Wochen da oder sowas. Okay, dann laufen wir da jetzt mal hin und ich melde mich einfach dann nochmal, wenn wir da sind. Bis dann! Und das Volksfest hat erst seit ungefähr einer halben Stunde auf und deswegen sind wir noch relativ alleine, was das hier angeht. Das könnte mir nicht anstehen. Von den Orgeln einmischen. Da hat er viel beklebt. Und der vierte vorne. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind einiges gefahren. Wir sind das da gefahren. Breakdance? Ja, wir sind das da gefahren. Magic! So, am Anfang, ich habe schon gesagt, irgendwie am Anfang, man kann so oft so nicht Sachen gefahren sein, wie man will, aber am Anfang ist es immer noch mulmig irgendwie. Weil ich weiß auch nicht warum. Aber dann hat man sich dran gewöhnt und dann ist es voll cool. Und dann sind wir auch noch so ein historisches Ding gefahren. Es ist so eine, ich glaube, das heißt irgendwie spanische Treppe oder sowas. Und dort hieß es Walzern. Das fährt halt im Kreis und dann geht das so in Wellenlinien hoch und runter. Und das Ding war, dass sich diese Seile auch noch gedreht haben. Aber die haben sich nur gedreht, wenn man mit dem Körpergewicht in der Mitte saß von den Dingern. Und dann haben die sich gar nicht mehr aufgehört zu drehen. Ey, uns ist so schlecht geworden. Also mir ist so schlecht geworden. Und dann, was haben wir jetzt noch gemacht? Ach ja, wir sind so eine Mini-Achterbahn gefahren. So eine ganz, ganz kleine Kinderachterbahn. Die war auch ganz witzig. Genau. Und jetzt haben wir eigentlich so alles gesehen, was man sehen konnte. Und schlendern jetzt noch ein bisschen über das Volksfest. Fazit bisher? Geil. Und heiß. Ich wollte eigentlich nur kurz vloggen, dass ich wieder zu Hause bin. Und wir jetzt gleich auf einen Familiengeburtstag fahren, wo ich wahrscheinlich nichts filmen werde. Und weil der Vlog ansonsten ein bisschen zu kurz ist, bin ich überhaupt Fokus? Egal, weil der Vlog wahrscheinlich ein bisschen zu kurz ist, werde ich einfach morgen noch ein bisschen was dazu schneiden, weil da fahre ich wieder genau zu meinen Eltern und werde meine Schwester fotografiert und dann nehme ich euch einfach mit, wie ich meine Schwester fotografiere. Vielleicht schaffe ich es ja mal zu vloggen, während ich ein Shooting habe. Mal gucken, ob das funktioniert. So machen wir das. Und morgen Abend geht es wieder koreanisch essen und da werde ich auch mal filmen und euch zeigen, wie dieses koreanische Barbecue aussieht, weil das nämlich richtig, richtig lecker ist. Jo. So ist das. Ich glaube, so machen wir das. Für heute wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick auf das deutsch-amerikanische Volksfest gefallen. Vielleicht geht ihr auch noch hin. Bis zum 13. August geht es, glaube ich. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bye! Hi! Ich wollte mich nur noch mal kurz melden, warum ich jetzt doch keinen Vlog gemacht habe. Also eigentlich war heute noch ein bisschen mehr geplant als nur ein Hi, ich habe jetzt nichts weiter gevloggt. Aber wir waren heute Morgen beim Tierarzt und da kam raus, dass unsere Katze leider Fieber hat. Eine von den beiden, und zwar die Lux. Und das ist ganz schön traurig. okay, dann öffnet sich Skype. Naja, die müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter beobachten. Und deswegen habe ich so ziemlich alles abgesagt, was ich eigentlich heute machen wollte. Es gibt also kein Koreanisch und es gibt auch kein Shooting. Ich war ganz kurz unterwegs bei meinen Eltern, aber an sich bin ich halt wieder zu Hause und
passe jetzt mal auf meine Katzis auf und hoffe, dass sie sich von ihrem Fieber wieder erholt, die arme Maus. Genau. Deswegen war es das jetzt auch von mir und dem Vlog. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen trotzdem und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Bye.